Destacado und Matthias Alexander Rat. Ein Pferd, das er mit einem Lächeln im Gesicht natürlich immer gerne seinen kleinen Streber nennt, weil er wirklich jedes Jahr den nächsten Schritt gemacht hat und das neben einer aktiven Karriere ja als Deckhengst, als Vererber. Destacado, der schon bei der Weltmeisterschaft gesagt hat, Achtung, ich bin echt was Besonderes, Vize-Weltmeister ist er geworden, war im Finale des Nürnberger Burgpokals, im Finale oder qualifiziert fürs Finale für den Louis d'Or Preis und jetzt hier bei uns im internationalen Grand Prix Viereck von Stuttgart. Ja, wenn ich den Louis d'Or Preis eben erwähnt habe, muss ich natürlich jetzt hier bei ihm auch besonders nochmal den Burgpokal erwähnen. Es sind ja zahllose Pferde, wirklich inzwischen, die in dieser Serie den Sprung in den Grand Prix Postsport geschafft haben. Und wenn sie dann das Finale auch noch gewonnen haben, so wie Destacado, dann ist das schon eine Riesenauszeichnung. Der steht. Viel besser geht's nicht. Ah, schade, jetzt bleibt er eben nicht ganz in der Selbsthaltung beim Rückwärtsrichten. Aber ein sehr fleißiges, williges Rückwärtsrichten auf jeden Fall. Ah, der hat den Motor an. Das ist natürlich schon eine sehr aktive Hinterhand, die er auch nach vorne umzusetzen weiß. Der will richtig weg vom Boden, in der Passage vielleicht noch so ein bisschen nach hinten rausarbeitend. Hier kriegt er jetzt noch nicht ganz, ganz sicher den Ablauf in der Piaffe. Da ist die Passage meines Erachtens schon gereifter. Ah, und jetzt hoffentlich sage ich nicht zu viel. Der Schritt ist immer ein Erlebnis. Ja, hallo. Das ist natürlich ein Schrittablauf, wie man ihn sehr selten sieht. Da geht wirklich die letzte Faser des Pferdes noch Schritt. Und der bringt den Eifer mit. Das ist natürlich spitze. Diese Kombination, der ist komplett klar im Kopf. Der hat ja noch nicht einmal hier rechts, links geguckt. Ist gerade mal 9. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, da ist jetzt so ein bisschen, was ich noch zu meckern hätte. Die Sprunggelenke, die dürfen gerne noch ein bisschen mehr nach vorne drunter fußen. Die Hinterbeine insgesamt. Da bleibt er mir in der Piaffe, in der Passage noch so ein bisschen nach hinten oben raus, statt wirklich die Last aufzunehmen. Aber hallo. 9 Jahre. Natürlich ist er von der Kraft her noch nicht so ausgereift wie einer, der schon 2, 3 Jahre im Grand Prix-Sport unterwegs ist. Zweijahrwechsel, sicher. Durchsprung darf da noch mehr durch das Pferd gehen. Noch ein bisschen gerader im Ablauf werden. So, schon ganz schön mutig rausgeritten. Ah, das sah für mich so aus, als ob er ihm da am Ende ein bisschen schief wurde, aber das ist jetzt echt am Bildschirm schwer zu sehen. Ansonsten wirklich mutig rausgeritten, Wechsel gelungen.
aktiv durchgesprungen, aber doch noch schwankend. Die Einerwechsel. Na, hier und da zeigt er uns dann eben doch, der kleine Streber in Anführungszeichen, dass er einfach noch ein junges Pferd ist. Oh, eine sehr schöne Machart. Die ist noch nicht maximal klein, die Pirouette. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist ganz genau richtig. Da ist Stellung, da ist Biegung, da ist die Lastaufnahme. So, und das wird jetzt nach und nach noch kleiner und noch etwas aktiver im Durchsprung. Genauso. Sehr gut im Gleichmaß. Der traut sich aber auch was, der Matthias Rath hier. Guck mal, die Piaffe schon sowas von auf der Stelle angesetzt. Raus noch nicht ganz flüssig. Ja, und das ist wirklich so das große Ziel, würde ich denken, für die nächsten Wochen und Monate, dass er in der Pipa-Tour anfängt, das Becken noch mehr zu kippen, noch mehr beizuschließen. Vor allen Dingen natürlich in der Piaffe. 9 Jahre. Absolut leistungsbereit, mit richtig Go nach vorne und mit einem unheimlichen Nerv ausgestattet. Also diese Kombination, die ist ein absolut fettes Fund. Das war schon eine Runde mit echt vielen Höhepunkten. Gut, wir dürfen natürlich jetzt hier auch nicht überrascht sein, dass er hier so eine Runde rausgehauen hat. Er hat schon mal 75% gehabt im Grand Prix. Das bisher sein Personal Best. Und wir kriegen das Ergebnis. Sie hören das hier in der Halle wahrscheinlich auch. Er übernimmt die Führung mit 74,174%. Jetzt bin ich kurz ein bisschen erstaunt. Ich sehe gerade, einer der Richter hat ihn auf 2. Da bin ich jetzt verblüfft. Ich meine, das war definitiv bisher, glaube ich, die beste Runde, die wir gesehen haben. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging. Wir gucken mal einmal schnell nach. Was haben denn die Zuschauerrichter hier gemacht? Ach, guck mal. Na, Sie sind ja auch lustig. 72,9 gab es von den Zuschauern. Sie haben ihn auch auf 2 gesehen. Okay, das verblüfft mich. Also für mich war es definitiv das Pferd mit den meisten Höhepunkten. Sie, die Zuschauer, haben...